Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und recht herzlich willkommen hier auf der Kalmsten. Ja, an dem Anhänger hinter mir ist die Frucht der Ernte von dem Feld hier. Und ich würde mal sagen, wir gucken gleich nach dem Intro, was wir da runtergeholt haben. Bevor wir da jetzt reingucken, werde ich mich erstmal wieder klein machen und an die Seite verziehen. Blub. So. Und jetzt kommt der Moment. Wir haben 196.431 Liter. Also sehr, 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 sehr. Für das große Feld mies. Ja, wir sehen auch schon hier. Es steht zwar hier nichts von Pflügen, aber hier liegen wieder Steine rum. Und deswegen werde ich natürlich pflügen hier. Jetzt bringen wir erstmal diese Ware hier weg. Wir laden natürlich zuerst in die Tierfutterproduktion. Tierfutterproduktion. Und den Rest werden wir auf Lager legen in unserem Silo. Während der hier unterwegs ist, können wir uns ja schon mal um die Flüge kümmern. Das ist kein Flug. Das ist auch kein Flug. Na, wo sind sie denn? Oh, die Flüge sind verlassen. So, jetzt geben wir den Kamerad mal einen Kurs. Natürlich haben wir da noch keinen. Wir müssen den erst machen, Feld 13. Und diesmal werde ich etwas näher rangehen hier. Machen wir mal hier. Und natürlich mache ich es wieder dual. Das heißt 9 Meter, wir haben zwei Fahrzeuge, ein Vorgelände. Ich werde ja wieder umstellen auf scharf. Und 0,2 lasse ich so. Dann generiere mal. So, Kurs ist gesetzt. Das kann ich jetzt speichern. Feld 13. Kurs speichern. Feld 13. Pflügen. Ich schreibe pflügen, weil es kürzer ist wie Tiefenlockern. Dual. 9 Meter hat er, glaube ich. 9 metrische Meter das. Jawohl. So, du bist dann rechts. Wenn du am Feld bist, fängst du an. So, da ist der andere. Der Brüller. Komm, ich lass dich hinfahren. Die lockerer 2. Was? Kein Weg gefunden. Nur einen anderen Weg nehmen, den ich will. Ja, und der Kamerad ist schon fertig hier. So. Dann bringen wir den Rest jetzt zum Hoflager Waren an. Ne?
mal gespannt, was da abzudecken ist, heißt. Fällt mir nämlich auf dem echten Glück gar nicht ein. Canola. Haben wir schon was gehabt im Lager, sehe ich gerade. Okay, Farbensprecher-Erfahrung. So, und dann werde ich jetzt gleich noch ansehen, weil, wenn wir auf den Kalender gucken, dann sehen wir können auch Weizen einsehen. Und ich habe mir gedacht, wieder haben wir besser wie brauchen. Wir haben hier drei leere Felder. Dann mache ich einfach Weizen. Ja. Jetzt brauche ich natürlich eine Sämaschine. Und die Sämaschine braucht einen Traktor. Und ich glaube, der Johnny, der kann das gut handeln. Ich wollte dich doch zu Feld 31 schicken, habe ich das nicht gemacht. Felder, Feld 31. Scheint habe ich das nicht gemacht. Feld 31, wenn du da bist, fängst du an. Ach Gott, was ein Kram. Das ärgert mich da oben. Dann lässt sich jetzt einfallen, der Kamera. Ne? Hätte ich ja wieder einen Traktor gehabt, verdammt. Habe ich nur eine Sämaschine? Ich dachte, ich habe zwei. So. Welches Feld haben wir da oben? Fangen wir bei Feld 6 an. Der Kurs kam raus. Feld 6. Dreschen, kalken, bla bla, striegeln, sehen, 9 Meter. Da haben wir es doch. Den Kurs laden wir. Wir brauchen diesen Modus hier. Wir arbeiten auf Feld 6. Laden tun wir im Hof. Feldbearbeitung Silo Beladung Saatgut Saatgut und Abfahrt. Ah, du Zicke. Und ich gucke unser Flug. Oh. Nein. Ups. So. Dann werden wir auch hier den Auftrag geben hier. Feld 31.
Was denn jetzt wieder? Feld 13, wo sollen wir? Feld 13, Flüge in Dual, den Kurs laden wir. Du bist links, jawohl, das passt. Dann fahr mal zu Feld 13. Da bist links du an. Die alles so rumfahren. Ich guck mir das nicht an. Mach ich hier mit 31. Es soll einfach nicht sein. Ich bin wieder zu doof heute. So, Feld 13, du da bist, fängst an und jetzt bleibe ich dabei. Ich könnte mich kreuzweise. Kann ja wohl nicht so schwer sein, so richtig durchs Feld zu fahren, Mensch. Wahrscheinlich ist der andere erst noch da. Kann alles sein. Na, wie rum willst? Schau mal drüber weg. Parkplatz vorbei. Ja, der andere ist bestimmt erst da. Wie mal gucken, ob der wenigstens anfängt dann. Da ist der andere. Ob der auch wieder stehen bleibt und das macht. Ich habe den Schatten wieder ein bisschen näher angezogen jetzt. Also das Stadtfeld vom Stadtfeld vom Feld, ja. Es spricht sich so. Dann fäng ich jetzt an alleine. Ja. Er fängt tatsächlich an. Wunderbar. Mal, ob ich wirklich nur eine Sämaschine habe. Saattechnik. Tatsächlich, ich habe nur eine. Na ja, gut, dann habe ich ja alle Arbeiten verteilt. Der zweite kommt auch gerade an. Dann gucken wir mal, ob der auch richtig loslegt. Ja, sieht gut aus. Ja, dann gucken wir jetzt 5 Minuten hier zu. Ach, die Sämaschine haben wir auch noch im Einsatz. Wo düsten die gerade rum? Ach, die ist auch gleich beim Feld. Dann gucken wir da auch mal rein. Stopp mal kurz. Ich möchte ja Weizen anbauen und kein Raps.
So, jetzt kann ich schon loslegen. Oh, hab noch was Wichtiges vergessen. Wir müssen ja noch Feld 13. Bodenwerte kaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel Vorgewinn ich da eingestellt habe. Lass uns überraschen. So, wir werden wieder jede Menge Mineraldünger brauchen. Der Boden, er schluckt ziemlich Mineraldünger. Ich glaube nicht, dass wir das auf einmal schaffen hier, ohne dass der Mineraldünger nachladen muss. Aber er hat zumindest beides geladen, Mineraldünger und Saatgut, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also das Sehen funktioniert. Ich will hier noch gucken, dass die sich nicht in die Quere kommen bei der ersten Spur. Ach, ich habe ja scharf eingestellt. Wunderbar, macht ihr das? Keine Ecken mehr. Ja, ich habe es mal ein paar Runden probiert mit dem Weich. Und im dualen System, es ist halt jetzt quasi zwei Vorgewände. Da bleiben halt schon die Ecken stehen und mein Monk hat letztendlich wieder gesiegt und hat gesagt, nö, mach wieder scharfe Ecken. Voilà, Entschuldigung. Ja, dann mache ich das halt. Machen wir halt wieder scharfe Ecken, da wo scharfe Ecken sind. Da drücken wir wieder schöne Steine für unsere Produktion. Da bin ich auch nicht traurig, deswegen. Und das Feld werden wir schon aufpäppeln. Auf jeden Fall. So wie es mein Vorgänger hinterlassen hat. Das besser zu machen ist ja nicht schwer. Das kriegst sogar ich hin. Momentan sind die Werte hier für das Feld ja, also richtig mies. 44. Wie sieht's da aus? Oh, wir haben da 100. Wir haben da 100. Da sind wir bei 97. Da sind wir bei 99. 91. 98, ja. Das sind die zwei Grasfelder. Ach, übers Grasfeld reg ich mich gar nicht mehr auf. Ich werde die auch nicht mehr bewirtschaften, die zweite. Das ist mir zu blöd, da rumzugurken. Ich werde mir irgendwann mal da unten hier ein schönes Feld kaufen. Und da dann das Grasfeld machen. Wahrscheinlich wird es dieses hier, die Nummer 16. Ja, da haben wir auch wieder so eine Ecke. Lässt sich auch nicht vermeiden, wenn man scharf einstellt. Na, wo wollen die denn hin? Trinkt die noch mal eine Ehrenrunde jetzt? Keine Ahnung, was die jetzt treiben.
Ach, der hat jetzt da ein bisschen weggenommen. Ja, super. Oh, das wird eng. Ja, das starte mit. Ach, den Streifen machst du. Ja, okay. Okay. Alles gut. Hauptsache, ihr wisst, was ihr tut. Und so wie es aussieht, wissen die das. Es sieht ganz vernünftig aus. Deswegen. Och, ich verabschiede mich beim Fahren von euch. Ich werde mich jetzt mal wieder grande machen. Und dann, liebe Regie, macht doch bitte mal den Sound weg für meine Verabschiedung. Vielen Dank. So, natürlich mache ich mich jetzt wieder so positionstechnisch in die richtige Stelle. Und dann war es das für heute hier auf der Kalmsten. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe natürlich, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn ja, dann schaut doch morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag dann schon mal Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Bis zum nächsten Mal, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss rein. Und halt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter. Gehen auf Wiedersehen.